Ich bin ja intensiv in der Bildwelt unterwegs. Es gibt Fotografie, es gibt auch Sprachbild, es gibt das akustische Bild. Ich bewege mich gerne an der Grenze auch, also da, wo die Sprache nicht mehr spricht oder das Bild nicht mehr verstanden wird. Mein Atelier ist ein Ort, in dem ich mich sehr oft aufhalte, in dem ich reflektiere, die Welt verarbeite, Bilder betrachte, jahrelang und nachher Arbeiten produziere. Ja. Ich habe ja ein anderes Zeitempfinden, weil ich mich ja tagelang mit einzelnen Seiten beschäftige. Mit einer Tageszeitung kann ich mich ja sehr lange eigentlich auseinandersetzen. Es sind ja eigene Bilder, die ich immer wieder betrachte, und es sind auch Bilder aus den Medien eigentlich, allgemein Medienbilder. Meine Regie ist eigentlich, dass ich auf einer Seite unterschiedliche, sich fremde Artikel verbinden will. Leute begegnen sich, die sich nicht kennen, oder Textfragmente entstehen, bekommen eine neue, andere Bedeutung. Ich kann die Texte eben lenken durch die Linienführung auch, oder hier bei dieser Collage-Serie durch die weiße leere Fläche, die ja auch immer etwas verdeckt oder eben auch hervorhebt. Fotografie ist überall eigentlich zu finden, in unterschiedlichen Auflösungen, und das gefällt mir auch, denn Fotografie ist etwas, das sich immer wieder bewegt. Es ist auch abhängig von also technischen Medien, Geräten, Maschinen. Das gibt mir auch die Freiheit, mich da sehr wohl einfach zu fühlen in einem Print, in einem Laserprint. Ich kann mich wohlfühlen in einem Fotoprint oder in einer Heliogravur, wie ich es kürzlich zum Beispiel in der 70-teiligen Fotoserie Happy Birthday realisiert habe. Das ist noch eine Fotografie aus einem Hotel in Kairo. Diese 70-teilige Arbeit ist für einen Raum gedacht. Es soll so sein, dass wenn du in den Raum kommst, eigentlich, dass sich so anfühlt, als wärst du in einer Herzkammer. Und diese Arbeit werde ich jetzt dann auch auslegen in der Galerie Stamper, um dieses Rot mal so zu überschauen, nicht? Ein Bild kann eine große Dimension eröffnen. Und je nach kultureller Verankerung wirst du diese Dimension lesen oder überhaupt sehen oder betrachten. Und unser kultureller Hintergrund ist eigentlich unglaublich wichtig, wenn wir überhaupt jemanden treffen oder ein Bild betrachten, weil wir können ja nur das wissen oder sehen, was wir schon kennen eigentlich. Deshalb ist auch diese Auseinandersetzung eben mit Bildern aus anderen Kulturen so wichtig, nicht? Fondok al-Ahramat, Hotel Pyramid, Al-Qahira, Le Caire, Kairo, Frankfurt, Dimashq, Damas, Berlin, Hamburg, Berlin, Hamburg, Bagdad, Bagdad, Nizam, Lehrer, Enseignant, Ala, System, Instrument. Ja, das ist eben die Kunst, nicht? Ein Konzept zu entwickeln
ohne dass dem Konzept der Atem fehlt, nicht? Also wenn du ein Konzept hast, das zu streng ist, dann wird es schwierig, nicht? Weil es sich auch entfernt dann von, je nachdem, der Öffentlichkeit oder vom offenen Gedankengut, das dich beschäftigt. Das ist eigentlich die Kunst für mich, immer wieder Konzepte zu entwickeln, die durchlässig sind, die beeinflusst werden können. Und trotzdem muss das Konzept eigentlich unglaublich klar sein, also klar in der Form, in der Formulierung, in der Präsenz auch so.